Okay, liebe Leute, im folgenden Video machen wir jetzt den angekündigten VR-Test mit dem Phoenix in New York. Und ich habe mich dazu auch noch ein bisschen belesen. Ich muss aber sagen, dass ich in VR, ich sage mal, nicht so viel Erfahrung und auch nicht so viel Ahnung von der Technik habe, sodass das hier eher, ich sag mal, ein Video wird, um zu zeigen, wie es bei mir aktuell mit meinem System, also mit meinem Prozessor, dem Intel 12900K und meiner Grafikkarte der 4090 RTX läuft. Und auch zu zeigen, dass es flüssig laufen kann, selbst mit dem Phoenix und halt in dieser Szenerie. Und ich habe im Forum auch so ein paar Sachen noch gefunden, die empfohlen werden einzustellen. Das habe ich gemacht. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Die 4090 hat ja dieses DLSS 3. Das soll in VR aber gar nicht, ich sag mal, der ausschlaggebende Faktor sein, warum die 4090 mehr Performance in VR bringt. Ich kann das aber nicht erklären. Ich kann nicht erklären, woher das kommt. Ich verlinke einfach mal ein Video in der Videobeschreibung. Das habe ich im letzten Video auch schon angesprochen. Da hat ein englischer YouTuber oder englischsprachiger YouTuber halt direkt einen Vergleich gemacht. Ja, zwischen der 3090 in VR und der 4090 in VR. Und da sieht man halt, dass da durchaus bis zu 50% mehr FPS rumkommen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, ich verlinke das einfach. Und ihr müsst euch dann selber, ich sag mal, daher eine Meinung drüber bilden, ob das sich für euch lohnt oder nicht. Ich zeige mal ganz schnell erst die Einstellung, die ich außerhalb vom Flugsimulator vorgenommen habe. Und zwar können wir ja im Phoenix Manager an sich auch einstellen, zum Beispiel Render Display On. Das heißt, welche Hardware die Displays rendern soll. Also die Berechnung der Fluginstrumente hauptsächlich, ne? Also PFD, MFD, ICAS und so weiter. Und da der Phoenix ja schon sehr, sehr CPU-hungrig ist, stellen wir das natürlich auf die Grafikkarte um. Ja, also das, hier steht zwar CPU recommended, also empfohlen, ist aber eigentlich Quatsch, denn die CPU ist so schon genug ausgelastet und genau die wollen wir ja entlasten. Das heißt, ich stelle das definitiv auf meine GeForce um, ja, auf meine RTX. Dann habe ich noch gefunden, dass man im Windows für VR am besten die hardwarebeschleunigte GPU-Planung ausschaltet. Ich habe Windows 11 und bei Windows 11 finden wir das unter System, Bildschirm, Grafik, Standardgrafikeinstellungen. Der große Haken an der Sache ist jetzt, wenn wir das auf Ausstellen, funktioniert auf der anderen Seite eigentlich dieses neue DLSS 3 in Non-VR im Flugsimulator nicht mehr. Also wer ständig zwischen, ich sag mal, Non-VR und VR hin und her switcht, der müsste jedes Mal das hier mit umschalten. Das könnte umständlich sein. Ja, weil hier muss man eigentlich das System zu neu starten, damit das wirksam ist. Da muss man auch testen, ob das bei einem selbst wirklich eine Auswirkung zeigt. Ich habe es bei mir jetzt für diesen Test hier, ja, für dieses Video auf ausgestellt, weil ich das so, ich sag mal, gefunden habe. In den OpenXR Tools Einstellungen von Windows Mixed Reality habe ich neueste OpenXR Laufzeitvorschau ein. Ich habe die Renderskalierung ausgeschaltet, ja, also es wird also 1:1 gerendert von der Auflösung her. Und ich habe die Bewegungsreproduktion, Reprojektion auf immer eingeschaltet. Und fürs Video schalte ich oder blende ich dieses kleine blaue Fenster ein in der Mitte nachher. In diesem kleinen blauen Fenster nachher kann man ganz gut erkennen, wie viele Bilder tatsächlich gerendert werden vom Flugsimulator und wie viele Bilder, ich sag mal, die Brille dann tatsächlich ausgibt. Das sind so meine Einstellungen. Irgendwelche anderen Toolkits oder so für Virtual Reality habe ich jetzt nicht installiert und benutze ich auch nicht. Das sind so die externen Einstellungen. Im Flugsimulator habe ich jetzt in VR Folgendes eingestellt. Ja, im Prinzip die Qualität des Renderings wieder erstmal auf Ultra, ne, sodass es ein einheitliches Setting gibt, falls das irgendjemand testen möchte oder nachstellen möchte. Da braucht man nicht jede einzelne Einstellung durchgehen, sondern ich habe es ja einfach mal global auf Ultra gestellt. Ich stelle bei Reprojektionsmodus jetzt auf Tiefe und Bewegung um. Alles andere lasse ich so. Hier stelle ich sogar wieder zurück auf TAA. Ja, bei mir gibt es bei meiner Auflösung zwischen TAA und DLSS kaum einen Unterschied und ich finde TAA einen kleinen Ticken schärfer einfach. Auch wenn mich das jetzt vielleicht 1 FPS oder 2 FPS kostet, aber das ist ein ganz kleinen Ticken schärfer zu lesen für mich. Und ich habe bei NVIDIA Reflex niedrige Latenz auf On plus Boost. Und genau diese Funktion hier unten, laut eines Forumsbeitrages, könnte dafür verantwortlich sein, dass es so kleine Mikrostatter noch gibt, also kleine Stotterer in VR,
für Leute, die das zum Beispiel auf On, also die das irgendwie auf einer anderen Einstellung haben. Ne? Wenn wir zum Beispiel hier in VR das hier anhaben, ja, entweder DLS Frame Generation, wenn man das hier einschaltet, dann kann man unter anderem hier in VR das nicht mehr umschalten. Also nicht auf On Boost, das ist dann nur auf On zum Beispiel. Ja, es lässt sich jetzt schwer demonstrieren, weil ich es jetzt hier nicht einschalten kann, weil wir hardwarebeschleunigte GPU-Planung aus haben. Ne, aber wenn das an ist, dann kann das nicht so gewählt werden. Obwohl das zwei unabhängige Menüs voneinander sind. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Vielleicht ist das ein Bug, keine Ahnung. Ja, und On plus Boost soll das Bessere sein für Virtual Reality. So, das zu den, sag ich mal, Einstellungen. Und jetzt switche ich rüber in VR. Und dann gucken wir uns ganz kurz an, wie flüssig das hier bei mir läuft. So, wir sind jetzt im VR-Modus. Und wir können halt zum Beispiel an den kleinen blauen Fenster in der Mitte, was schwer lesbar sein wird, erkennen. Ja, das ist momentan, ich sag mal, der Flugsimulator an sich auch bloß ungefähr 30 FPS berechnet. Und durch die restliche Hardware, ob es jetzt die Brille ist oder die Grafikkarte, werden jetzt hier, ich sage mal, rund 85 FPS gerade draus. Aber das wird, wie gesagt, nicht mit DLSS 3 an sich gemacht, sondern kommt vermutlich hauptsächlich sogar von der VR-Brille. Ich kann mich hier zumindest immer absolut flüssig umgucken, das ist klar. Ja, auch draußen können wir uns eigentlich absolut flüssig drehen, ohne irgendwelche Stotterer oder irgendwelche richtigen fetten Ruckler. Und dann werden wir hier einfach mal ganz kurz eine Runde fliegen. Muss mal gucken, ob ich da schon in den gemanagten Modus bekomme. Ich müsste erst einen Direct to setzen nachher. Wir fliegen erstmal los und dann machen wir das. Ja, wie gesagt, nicht vergessen, das ist hier wirklich somit die FPS-hungrigste Situation, die ich gerade habe. Überall woanders und mit anderen Flugzeugen wäre es immer noch flüssiger. Ja. So, ein paar Bremse lösen. Flaps sind gesetzt. Speedbrakes hauen auch hin. Dann gehen wir mal Power. Und wie gesagt, ich habe einen Intel 12900K. Und das ist eigentlich der, ich sag mal, die Flugsimulator interne FPS so ein bisschen begrenzt gerade. Und durch Definix ist so extrem. Na, wir haben ganz schön Wind. Dann fahren wir rein. Na, ich habe die Höhe nicht reingedreht. Und wir fliegen direkt mal einfach eine Schleife hier. Level and Climb. Wo ist die Climb-Taste? Ich muss das mal gucken. Ich muss sie erstmal finden. Hardware-technisch jetzt aber die kleinen Raste. So, Slats einfahren. 250 Knoten will er jetzt fliegen, das passt. Ja. Und wir sind eigentlich keine großartigen Ruckler. Keine Stotterer. Und das selbst halt in diese hardware-hungrigen Szenerie. Ich lasse das Bild auch mal so komisch, ja, durch den Mirror. Wenn ich das versuche, auf ein Format zuzuschneiden, dann wackelt das noch mehr. Dieses Zittern, das ist aber einfach teilweise normal. Zumindest bei mir. Und ich habe im Moment übrigens die Reverb 2 angeschlossen. Das ist schon eine relativ hohe Auflösung. Die hat, glaube ich, insgesamt 4000 mal 2000, so ungefähr, Pi mal Daumen, ne, für beide Augen zusammen. Und das ist in meinen Augen ja absolut spielbar, ja, also keine Stotterer, kein Nichts, ich weiß es nicht, ne, also wenn wirklich jemand mit einer 4090 in VR noch Probleme hat, dann kann das möglicherweise wirklich an irgendwelchen Einstellungen liegen. Ich habe keine Artefakte oder irgendwas, ja, auch in der Außenansicht.
Ja, aber in VR spielt man ja eigentlich eher aus dem Cockpit. Und wenn man sich das mal anguckt in VR, ich sage mal, der Bereich, der wirklich ständig neu gerendert werden muss, ist eigentlich nur das, was aus den Fenstern so raus passiert. Ne? Das Cockpit an sich ist ja für so ein Bild eigentlich relativ statisch. Dann denke ich mal, setzen wir schnell ein Direct to. Muss mal gucken, dass ich jetzt nicht, während ich im FMS rumfummel, irgendwie sinke. So. Ach so, das geht ja so irgendwie. Direct to nach Palmy Insert. Und NAV-Modus ist an. Wir machen jetzt auch den Autopiloten an. Kann ich mir ein bisschen mehr ums Umgucken kümmern. Und zum Thema Lag-Input, das habe ich im Non-VR-Video versucht zu erklären. Das richtet sich natürlich nach der tatsächlichen FPS, die, ich sage mal, der Flugsimulator über die CPU berechnet. Ne? Und die liegt so bei rund 30 FPS. Viel Gewackel kommt jetzt auch echt durchs Quatschen zustande, ne? Weil sie natürlich meine Wangen da so ein bisschen mitbewegen und die Brille ständig hoch und hoch schieben. Ja, das ist also schon ein großer Unterschied. Wenn ich nebenbei noch spreche oder einfach nur den Kopf still halte. Ich schiebe mal ganz kurz meine Brille gerade. Ja. Er hält die Höhe nicht ganz korrekt gerade. Mal gucken, ob er nochmal runter geht ein Stück. Wir haben den Autopiloten eingeschaltet. Da waren wir eigentlich schon im Eye-Capture-Modus eigentlich mehr oder weniger drin. Geht nochmal kurz runter, aber nochmal runter geht. Für den Approach müssen wir, glaube ich, sowieso sogar auf 1,9 runter. Wir nehmen mal den Open Descent. Macht sich besser. Ach so, es kann sein, ich habe ja im FMS 10.000 Fuß eingegeben als Reiseflughöhe. Dann wird er natürlich jetzt nicht sinken, das ist klar. Weil wir schon drüber waren. So, Open Descent sollte aber funktionieren. Wir gucken nochmal raus. Das Ganze ist in VR natürlich extrem geil, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Habe ich aber auch schon öfter erwähnt, es lässt sich einfach mit VR ganz schlecht Videos machen. Sonst würde ich auch viel mehr Videos in VR zeigen. Aber das ist wirklich unheimlich schwer, da ein stabiles Bild hinzubekommen, so dass es auch wirklich im Video gut aussieht. Hier ruckelt nichts, ne? Also es geht ganz flüssig durch bei mir. Ja, man sieht oben, er springt sogar teilweise auf bis zu 20 FPS runter. Bei der Berechnung in VR. Also bei der theoretischen Frame-Berechnung. Aber man muss halt in diesem kleinen blauen Fenster ganz genau hingucken. Ne? Also die erste Zeile gibt so eher die Bilder an, die quasi das Spiel an die Brille liefert oder an die VR-Schnittstelle. Und die dritte Zeile ist im Prinzip das, was ausgegeben wird an Bildern in der Brille. Ja, das ist dieses Motion Projection. Einige sagen, man soll es vielleicht ausschalten oder so, aber wenn ihr Motion Projection ausschaltet,
dann habt ihr tatsächlich eine, dann habt ihr wirklich, ich sage mal, ein relativ ruckeliges Bild in der Brille. Also ich habe dann ein ruckeliges Bild in der Brille, wenn ich Motion Projection ausschalte. So, wir müssen jetzt eigentlich gleich auf den Anflug kommen. Mal schon ein paar Sachen einstellen. Ich werde mal den Approach, die Approach-Phase. Ist die schon scharf? Die Approach-Phase ist sogar schon an. Wir gehen mal runter, ja? Auf die Sleds-Geschwindigkeit. Wir machen die Speed. Entschuldigung, die Auto-Brakes an. Speed-Brakes sind noch gearmt. Also, mal passt. Die LS-Frequenz müsste automatisch genommen haben. Wird auch alles schon erkannt. Wir sind unter der Glide-Slope. Ich glaube, man fliegt hier auf 1900 Fuß eigentlich an. Wir lassen das jetzt so. Gucken. Also für mich gefühlt absolut flüssig. Es kann auch immer sein, dass OBS, ne, das Aufnahmeprogramm, dass da immer noch so ein Mini-Ruckler durchaus dazukommt durch das Rendern. Denn das Aufnahmeprogramm muss im Prinzip ja wieder jedes einzelne Bild, ich sag mal, ins MP4-Format dann runterkonvertieren. Ne? Da ist nochmal immer auch ein Qualitätsverlust mit bei. Das entspricht nicht immer unbedingt dem, was ich wirklich auch sehe. Weder in VR noch in Non-VR. So, dann machen wir Approach an. Zweiten Autopiloten. Localizer sind wir drauf. Glide Slope ist gearmt. Hat er jetzt auch zumindest erkannt. Ja, Glide Slope mit Sternchen. Ja, fängt sie ein. Dann Flaps 2. Fahrwerk. Ja, da sind so ein paar Warnungen auf dem Display. Ich habe jetzt keine Lichter an und so. Also das ist jetzt für den Test vollkommen irrelevant. Platz 3. Und Flaps. Cool. So. Speedbrakes sind scharf, Flaps sind full, Fahrwerk ist down, 3 green. Wir sind stabil auf Gleitzug und Localizer. Beide Autopiloten sind an. Jeweils ein kleiner Nachladeruckler. Das kann aber immer mal passieren, dass irgendwo Szenerie nachgeladen werden muss. Da kann dann aber auch die Grafikkarte nichts für oder die VR-Brille. Wir haben ziemlichen Wind von momentan vorne links. Ach, wisst ihr was? Ich habe nämlich den Wind vom Flugzeugträgertest nicht ausgeschaltet. Wir haben 20 Knoten von vorne links. Aber der Autopilot schafft das, Autolanding packt das. Ich gucke mich jetzt ja einfach mit Absicht so ein bisschen um, ne, um irgendwelche Ruckler vielleicht zu provozieren. Das ist ja ein reiner Test, es geht nicht um das Fliegen selbst. Ja, also. Für mich ist das ein Traum in VR gerade. Und im Vergleich zu meiner 3090 durchaus auch etwas flüssiger. Ich habe nur leider die wirklichen Zahlen von der 3090 in VR nie getestet über dieses Tool. 500. So, Hand an den Schubhebel. Hier links.
links ist Rikers, das Gefängnis. Ja, wer der Division 2 gespielt hat, oder der Division, hier kommen die Rikers her, ne? Die Fraktion. Das ist mit einer der größten Gefängniskomplexe, die es so gibt. 100. Das sieht alles sehr gut aus. 40, 30, 20, 10, Retard. So, Retard. Umkehrschub. Umkehrschub ist aktiv. Umkehrschub Eile. Umkehrschub raus. Anbremsen. Ach, wir bleiben hier stehen, das ist jetzt egal, ne? Parkt man so ein. Reicht. Geht um den FPS fest. Jo. Gut, liebe Leute, das soll's gewesen sein, würde ich sagen. Ja, es läuft bei mir in meinen Augen wirklich absolut traumhaft und flüssig, mein VR. Mit meinem 12900K Intel und der 4990 RTX. Technisch, warum die besser ist als die 3090, obwohl wir eigentlich ein CPU-Limit haben, ich kann es nicht erklären. Ne? Ich kann nur wieder auf das Video von dem englischen YouTuber verweisen. Ich hau's wieder in die Videobeschreibung rein. Da ist halt ein direkter Vergleich, wirklich gleiche Strecken geflogen, gleiche Einstellung zwischen der 3090 und der 4090. Gut, liebe Leute. Am Ende dann wie immer der Hinweis ganz kurz auf unseren JD Community Discord-Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team, mehrere Tech-Support-Kanäle, mehrere Chat-Kanäle und ich kann euch nur anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann dann in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen über den Flugsimulator austauschen, ein bisschen rumchatten, vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler für den Multiplayer-Flug finden. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.